Würde ich mal sagen, ihr macht noch mal hier mit. Das dürfte recht schnell gehen. Hoffe ich doch zumindest. Und, ja, mal sehen, was der Rest so macht. Sehr schön. Die fahren also auch runter. Noch mal ein paar. Und auf geht's. Holen wir uns diese Städte. Minus 7, okay. Du hast eine Wirtschaftsnation. Große Geschenke, unsere Handelsrouten. Du hast unseren Feind bekämpft. Deine Nation ist zu groß. Was? Ich habe nur 2 Städte. Beschwert euch nicht. Grenzen sind so eng gesetzt. Du hast eine Bedrohung für uns. Du hast uns zurückgewiesen. Alles mit Geschenken geregelt. Naja. Was soll's? Solange es funktioniert. Die kann ich schon kaufen. Sala 24. Bingo. So einfach geht's. Bleiben wir bei der Wirtschaft. Das ist gar nicht so schwer, von daher. Dann wirtschaften wir mal ein wenig mit denen hier. Und sehen mal, wie viel wir da im Endeffekt rausbekommen. Weil jedes Mal 200 beim Hin- und Herfahren ist natürlich auch nicht schlecht. Angegriffen, du hast uns zurückgewiesen. Wie kann ich euch angreifen? Wie kann ich euch an... Oh, so eine Bombe oder sowas war das. Ist ja blöd. Es sind nicht genug Fahrzeuge da. Das sieht nach einem Tummelhaufen an Fahrzeugen aus. Genau. Nein. Überhaupt nicht. Was ist das denn für ein Käse? Ist ja nirgendwo überhaupt nichts da. Direkt alles zerstört. Haben die keine Ahnung, wie man richtig angreift oder so? Uiuiui, dann wäre fast schlecht. Probieren wir es nochmal mit einem günstigen Angebot. Hier mit 6. Oh. 16.000. Ich dachte, ich müsste mehr raushauen. 16.000 scheint wohl... Na dann haben wir wohl jetzt Flugzeuge. Bleiben wir bei wirtschaftlich. Wann bekommen wir eigentlich die Boote? Ja, wir haben schon längst Boote. Okay, Flugzeuge. Wir brauchen Transportflugzeuge. Mal ein bisschen länger, ein bisschen breiter, ein bisschen dicker. Ein bisschen länger. So, was haben wir denn hier? Theoretisch brauchen wir nur Geschwindigkeit. Was hier aber eigentlich nicht zu finden ist. Deswegen nehmen wir einfach wieder den hier. Machen ihn wieder lang. Weil das einfach cool aussieht. Natürlich breit und hoch. Dann, was können wir dran setzen? Setzen wir einfach 2 Jetdüsen unten drunter und stabilisieren das Ganze. Lächerlich. Mit Flügeln. Was ist das denn für ein Theater hier? Langweilig, die werden ja gar nicht groß. Nehmen wir Haiflügel.
sie länger, damit es auch Sinn ergibt. Größer. Und dann kommen die Aufkleber. Oder whatever. Wirtschaftliche Stärke, Fahrzeugtempo, da können wir theoretisch noch ein bisschen was drauflegen. So ein paar Korrekturfinnen sind immer gut dabei. Oh mein Gott. Okay. Gesundheit, Gesundheit, das passt schon. Was Praktikables und so, Trans. Oh Gott. Transporter, so. Eh zu viel gehabt. Na dann. Schiffe brauchen wir ja nicht mehr, weil Flugzeuge ja eh viel besser sind. Autos brauchen wir auch nicht mehr. Ding. Zu wenig Kohle, okay. Sollte ich dann vielleicht noch... Ich werde angegriffen. Ach nö, nicht das Lavendelkram. Das wird ein paar Geschenke kosten hier. Sind zumindest mal wieder nur neutral. Kostige Geschenke, 24. Ja. Ich könnte natürlich... Naja, ist gut. Flieger. Auf zur letzten grünen Stadt. Damit wir eine Handelsroute bilden können. Und ich muss jetzt mich permanent gegen diese Idioten da wehren. Immer noch mies drauf. Ach, das wird was. Den muss ich Geld in den Hintern pumpen wie blöde. Am Ende. Ja, war klar, dass das klappt. Ja. Schön. Alles klar. Sind keine 200, dafür sind sie aber schneller. So. Dann brauche ich gleich wieder Autos, um die Gewürzquellen zu übernehmen. Soweit es geht, am besten... Also eine bekomme ich bestimmt. Hier oben brauche ich noch. Haha. Gut aufgepasst hier. Hier ist nämlich noch eine grüne Gewürzquelle. Oder so. Ich habe die Arbeiter bestochen und das heißt jetzt was? Bestech die Arbeiter? Hat wohl nicht geklappt. Vielleicht versuche ich es mal bei denen hier. Eine Gewürzquelle. Okay. Hat auch nicht hingehauen. Ist die jetzt? Cool, die ist uns. Okay, das ist jetzt gerade mal krass. Außerdem, hä, wer hat den Nonsens denn hier verzapft? Was ein Dummfug. Okay, eine Fabrik. Hier, ein Haus da, ein Haus da, hier und da. Get
du weißt. Okay. Ist das blöd. Ist das? Dann besteche ich doch nochmal hier die. Okay, funktioniert nicht. Ach nee, da muss das Auto hin. Ah, das ergibt Sinn. Dass man die nicht einfach so bestechen kann. Statt kaufen. Sehr schön. Damit habe ich dann auch gleich den Krieg beendet. Hoffe ich doch zumindest mal. Ich bleib wirtschaftlich. Okay, das ist jetzt blöd, aber ich muss wohl irgendwie mal mich verteidigen. Ergibt zumindest so einen Sinn, wenn ich drüber nachdenke. So. Jetzt können wir vielleicht mal hier an. Genau. Das ist kein Bauplatz? Verarsch mich doch nicht. Wie kann das denn sein, dass das kein Bauplatz ist? Ich verteidige mich doch gerade nur. So. Och mein Gott. Sind die pissig hier. Komm, dreht ab, attackiert mich nicht weiter. Noch 30, oh mein Gott. Leute, Leute, Leute. Oh Mann. Ne Kajak. Ja, Krieg beendet. Puh, sehr schön. Du kannst dich wieder deaktivieren. Das braucht man nicht mehr. Du stechst mir die Arbeit ab. Oh, jetzt sind sie wieder sauer. Jetzt sind sie wieder sauer. Oh, das kriegt man nochmal mit Geschenken wieder hin. Oh, immer noch 40 hinten dran. Ach ja. Hey, 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 hey. Oh Mann. Das waren jetzt Ewigkeiten. Nein, verdammt. Jetzt muss ich wieder warten, bis ich genug Geld habe, um die richtig zu bestechen. Ach, wie viel fehlt denn jetzt noch? Verdammt. Immer noch 40. Auszeichnungen. Oh oh. Was? Meine Nation ist zu groß? Wie kann ich denn? Aber ich komme nicht über die 120 durch die Spenden. Irgendwie muss ich doch jetzt mal ein Friedensangebot hier rausbekommen. Wir kommen und bringen Geschenke, nimmst du sie?